Willkommen YouTube, weiter geht es mit Control. Wir sind dabei, die Dienstsprecherleute zu finden, um mit dem Chef zu sprechen, beziehungsweise mit Marshall. Marshall? Marshall, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Wer sind Sie? Ich bin Jesse Faden. Ich komme, um zu helfen. Faden? Warten Sie, ich schicke Ihnen den Aufzug. Wir müssen reden. Da hat sie recht. Da hat sie wirklich recht. So. Von euch? Ernsthaft? Was denn? Hier beginnt doch irgendwas, was ich nicht möchte. Wow. Sag ich ja, zum Glück habe ich das Schild gemacht. Bleib weg, bleib weg, bleib weg. Aua. Scheiße, ich habe die überhaupt nicht kommen sehen. Oder sonst was in der Richtung. Okay, wir müssen die Variante nehmen. Bleib weg von mir. Bleib weg. Die Wand des Grauens. Zack. Oh, ich muss ja gar nicht nachladen. Das ist jetzt noch voll so drin. Okay. Ist der Aufzug da? Ja, ne? Das ist hier. Das ist der Aufzug, oder? Ne, das ist nicht der Aufzug. Hier müsste eigentlich der Aufzug kommen. Hier ist er ja auch, natürlich. Na, das wäre schon wieder was geworden, wäre ich jetzt weggelaufen. Das hätte schon wieder alles versaut. Zack, eine Folge nur rumlaufen. Das wäre was. So, komm, gib ihn. Sieht echt check aus, das Spiel. Komischer Aufzug. Morgen. Im Glückslabor. Hallo, Marshall. Hab sie. Was ist denn hier? Kontrollpunkt einnehmen. Ich regel das ja. Zack, da haben wir ihn. Da gehen wir jetzt auch mal kurz ran. Gut, wir haben gar nichts. War unnötig. Masche. Wo? Da. Ich habe 2 Minuten nur gebraucht. Gratulation zu Ihrer Ernennung, Direktorin Faden. Helen Marshall, Einsatzleiterin der Behörde. Zachariah ist also tot. Sie haben wohl seine Waffe gefunden. Nennen Sie mich Jesse. Trench sagte, ich soll Sie finden. Sie könnten helfen. Und er sagte Ihnen das über die Hotline. Macht Sinn. Bei all dem bleibt sie so ruhig? Wirklich? So ist die Lage. Darling hat die HRV in einem Labor in der Nähe gemacht. Wenn wir überleben wollen, brauchen wir mehr davon. Aber meine Ranger können das Labor nicht allein verteidigen. Nicht gegen diese Dinger. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Zumindest scheint sie zu wissen, was hier vor sich geht. Sie könnte auch von Dylan wissen. Ich kann das Zischen vertreiben. Ich bin ihre Feuerkraft. Eine gute Antwort. Testet sie mich? Darling hat Systeme zum Schutz seiner Labore. Damit sollten Sie daran vorbeikommen. Wir reden weiter, wenn Sie das Zischen beseitigt haben. Ranger, lasst sie durch. Dann beseitigen wir mal. Sorry, aber wir können nichts riskieren. Was wollt ihr denn bitte riskieren? Du tust ja so, als wäre das hier. Ne, wir müssen das umdrehen. Sonst kommt das ganze Glück raus. Oder muss man es umgedreht haben? Oh. Glatt, glatt. Na, das würde ich jetzt auf den Sack gehen, Leute. Das hört nämlich nicht so schnell auf. Ne, die Sicherheits-5 haben wir noch nicht. Scheiße. Wie die jetzt ist. Hier wird ja schon ordentlich gefeuert. Ich habe jetzt einfach mal pauschal was hingeschossen. Zack. Da drüben sind Ranger. Wir müssen ihnen helfen. Ja, das müssen wir. Und deswegen sind wir auch schon tatkräftig dabei, denen zu helfen. Oh, mein Akku war leer, aber jetzt geht's wieder. Ich weiß, wir können die übernehmen, aber irgendwie finde ich das nicht sehr ratsam, mitten ins Kriegsgebiet zu laufen, um jetzt einen Soldaten zu holen. Aber mir ist das Ganze jetzt ein bisschen zu laut. Ah, jetzt treffen wir ihn nicht mal mehr. Jetzt haben wir ihn. Ich muss das hier mal kurz leiser stellen. Ja, besser. Laut, aber besser. Es wird immer noch. So, jetzt sollte es doch passen. Entschuldigung, falsche Waffe. Das wird jetzt etwas zerstückeln wahrscheinlich für ihn.
Okay, Leute, wir sind gleich da bei euch. Wir müssen hier nur kurz zum Shelter. Das ist jetzt erstmal sehr wichtig, Leute. Das geht nämlich um unsere zukünftige Mission und da müssen wir uns auf jeden Fall darauf vorbereiten. So, wo ist hier die Truhe? Keine Truhe? Wie? Aber das Ding ist doch... Ist das jetzt euer Ernst? Nehme ich jetzt hier diesen Gaswagen mit und schmeiß ihn auf irgendein Vieh. Oder ich drücke einfach die falsche Taste. Mit Kreis war das gut. Ich muss jetzt mal überlegen. Gestern drin, Chris Bill hast 2 aufgenommen. Und schon komplett raus. Bis jetzt sollte ich ja nur fürs Aufnehmen. Das soll ich ja gar nicht mehr. Was jetzt kein negativer Punkt ist oder so, das ist jetzt nicht kritisch gesehen gemeint. Aber es ist halt eine interessante Wandlung. Warte, ich pole ihn um. Meins. Bist du böse? Nee, du bist ein Guter. Seid ihr alle gut? Du bist auch gut. Hier sind jetzt irgendwie alle gut auf einmal. Aber den Kontrollpunkt kann ich nicht übernehmen. Wo? Da. Komm, treibt sie sonst wohin. Oh scheiße, das ist ein Explodierender. Vorsicht, Leute. Was sind sie? Sie sind untot. Sie waren hinter mir. Dankeschön, Leute. Danke, dass ihr auf mich aufpasst. Wow. Nein, nein, nein. Kommt, explodiert doch. Okay, okay, okay. Es geht los. Oh, jetzt habt ihr euch. Jetzt habe ich euch. Zack. Aua, das tat jetzt weh. Das war jetzt nicht so nett. Das war jetzt echt nicht so nett. Und wir übernehmen ihn. Den holen wir uns aber auf jeden Fall. Ratzfatz. Nicht, dass sie noch mehr von diesen Zischern kommen. Egal welche Sorte. Egal. Wer? Leiter der Para, was auch immer. Okay. Was macht er? Oh nein, er macht irgendwas. Was macht ihr denn? Ich sehe nichts. Er... Was macht ihr denn? Leg dich auf den Boden. Auf den Boden, Sir. Du willst fighten? Wir können gerne fighten. Den ganzen Tag, mein Freund. Den ganzen Tag mache ich das mit dir. Na, willst du wieder Stress machen? Er macht Stress. Aua, was war das? Hat jemand eine Blendgranate geschmissen? Zack, zack. Aua, irgendwas schießt auf mich. Okay, wir holen ihn uns. Das ist ein dicker Bursche. Da hast du verdammt nochmal recht. Ach, wir können das auch aus so einer krassen Entfernung machen. Dann ist die Fähigkeit natürlich dann doch krass. Was für ein Scheiß ist im Anflug? Leute, schießt ihn ab. Schießt ihn ab, bitte. Okay, er hat sein Schild fallen lassen. Komm schon. Du willst fighten? Dann fighten wir. Ich hab doch gesagt, wir können das den ganzen Tag machen, mein Freund. Okay, kommt, Leute. Kommt, Leute, ich brauche trotzdem eure Hilfe, ne? Ganz alleine schaffe ich es dann nicht. Ja, abgewehrt. Ich block alles, was du tust. Ich block alles, mein Freund. Da musst du schon echt dich vorbereiten, um mich stürzen zu können. Und zack, du gehörst mir, mein Freund. Fighte für mich. Zack, was? Kognitive Eindringling. Richtig. Da gibt es einen Schlag in die Weichteile. Und... Oh, habe ich irgendjemanden verletzt? Ja, wahrscheinlich. Weil der Plan. Irgendwie. Was das? Kann ich das jetzt übernehmen? So, bitte lass jetzt niemanden kommen und hier alles kaputt machen. Jetzt wird's wieder schick. Ich meine, guckt euch mal an, wie viele Steine hier in Bewegung gesetzt werden, nur damit das alles wieder ursprünglich aussieht. Was ist dieses Zischen? Inception-Krankheit. So. Dann gehen wir hier mal hin. Finde Darlings HRV-Labor. Ist hier nochmal ein Kontrollpunkt? Nee, ne? Oh, was haben wir denn hier? Analyse gewandtes Objekt Nummer 52 AE, Sitzung 2. Ich führe damit die jungen verschiedene Reize in das Objekt einzubringen.
Zunächst ein Stromschlag mit niedriger Spannung. Keine Reaktion. Als nächstes Wärmeeinbringung mit einem Bunsenbrenner. Keine Reaktion. Als nächstes Auftragen einer Reihe von Lösungen mit verschiedenen Werten auf der pH-Skala von 0 bis 14. Keine Reaktion auf irgendeinen Wert. Als nächstes ein Kommunikationsversuch. Kannst du mich verstehen? Kannst du verstehen, was ich sage? Quake, wenn du verstehst, was ich sage. Keine Reaktion. Das schließt Sitzung 2 ab. Benötige Zeit für weitere Testvorbereitungen. Okay, wir haben... Also jedenfalls wurde hier irgendwas getestet, um irgendwas zu erreichen. Was genau getestet wurde da so? Interessant. Auf jeden Fall komisch. Was genau wollte sie erreichen? Wieso... Wieso vereist sie das Vieh? Verbrennt es dann? Warum... Wir müssen hier natürlich freiräumen. Guten Morgen. Muss ich überhaupt schon hin? Wahrscheinlich bin ich viel zu früh hier. Nee, glaube ich doch nicht. Ich glaube, wir haben doch einen Glücksgriff gemacht. Und dann ist sie zur rechten Zeit gesehen. Sieht noch was? Ich finde, das Klettern sieht sehr schick aus. Also allgemein die Bewegungen. Aber nee, jetzt mal ernsthaft. Warum... quatscht sie denn noch mit dem Vieh, wenn sie das eigentlich schon komplett verhunzt hat? Ich meine, sie verbrennt das Vieh, vereist es, tritt mehrere Säuren auf das Vieh auf in unterschiedlichen pH-Wert und dann denkt sie sich so, ach, rede ich vielleicht erstmal mit dem Vieh. Okay. So, wir müssen das mal kurz... Nee. Also, wie das in der Theorie funktioniert, das Ding, weiß ich. Gut, wir müssen dahin. Dann dahin. Und dann ist es falsch. Okay, wir bewegen uns im Uhrzeigersinn mit diesem Ding. Das bedeutet, wir löschen das hier nochmal weg. So, jetzt haben wir hier. Da. Yes, Baby. Exzellent, haben wir das geredet. HVR-Labor. Sind das Dokumente? Nein. Na dann aktivieren wir das HVR-Labor. Und was ist das für ein Teil? Hallo doch mal, Direktorin. Wir haben ein neues Problem. Wir müssen die HMV-Maschine in Gang halten. Ich habe schon mal Zündkerzen ausgetauscht. Aber das sieht etwas kompliziert aus. Darling muss ein System gehabt haben. Er hält nichts von Zufall. Die Lochkarten, die Symbole, die Terminals. Wie hängen sie zusammen? Ich sehe, was ich tun kann. Wir sehen, was wir tun können. Okay, wir haben jetzt hier verschiedene Lochkarten. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ah, wir haben ja ganz schön viele Terminals. Gut, dann hätte ich vielleicht erstmal alles sammeln sollen, bevor ich mich hier gleich mal drauf stürze und irgendwas klicke. Oh, Dokumente. Gut. Haben wir vielleicht irgendwo nochmal so einen kleinen Hilfsteil? Nee. Oder sehe ich hier was? Nee, er sagt mir nur Error. Wir müssen also alle Lochkarten finden.
Danke, du Glutscheißer. Na toll, wie soll ich denn da hochkommen? Ach, da ist noch einer. Du, wir haben jetzt keine Lösung. Da haben wir die Lösung. Configurations. Mhm. Gut. Das ist hier, die 1. Ich nehme einfach mal an, das ist die 1. So. Das nicht. So, Configuration. Was steht da? Can we affect this? Ja, wir können das lösen. Wir lösen das jetzt. So, das habe ich bei der 1. Die, wartet mal, die 4 ist dieses Zeichen. Gut. Wo ist denn die 4? Bist du die 4? Das ist die 5. 2, 1. Ach, du bist die 4. Darum ist die 4. Na toll. Bist du wirklich die 4? Du bist tatsächlich die 4. Gut, dann brauche ich natürlich das hier. Oder? Was war das? Nee, das ist... Das, doch, das ist richtig. Die 4 haben wir jetzt, nehme ich jetzt einfach mal schon mal korrekt gelöst. Die 1. Die 1 war dieses komische Zeichen, das hier. So. Ach, und hier haben wir das auch nochmal, oder was? Nun unscharf. Warte mal. Feedback Loop. Okay. Zu powerful. Danke, du möchtest den Klugscheißer. Ich bin schon dran. Too powerful for our us dimensions. Aha. Die Zeichen helfen mir überhaupt nicht. Warte mal, da sind ja nur die... Okay. Die 1 ist da jetzt wieder ganz anders. Die 5 ist dieses Halb-Halb-Ding. So, die 5 haben wir. Er schien an etwas zu arbeiten, das mit diesen Symbolen zu tun hatte. Ach ja, meinst du wirklich? Warte mal, 1, 2... Wo ist denn die 3? Wo? Ach, da ist die 3 hier hinten. War das richtig? Klingt so. Easy. Das Prisma ist zerbrochen. Darlings Prototypen sind problematisch. Wir brauchen einen neuen Plan. War wohl nicht richtig. Wir brauchen mehr Schwarzsteinprismen, um die Maschine in Gang zu bringen. Darling hat noch ein Labor in der Schwarzsteinverarbeitung in der Wartung. Dort müssen die Prismen sein. Ich war bereits in der Wartung. Ich finde mich zurecht. Aber wie lange dauert das? Nichts hier ist einfach. Ich muss sie jetzt fragen, bevor ich gehe. Ich muss zuerst etwas wissen. Was wissen Sie über Dylan Faden? Ich habe die Frage erwartet. Es geht hier um Leben. Und wir müssen diese Maschine unbedingt zum Laufen bringen, um diese Leben zu retten. Danach können wir reden, Direktorin Faden. Ich sage es nur ungern, aber sie hat recht. Ich bin die Einzige, die helfen kann. Gut. Ich besorge erstmal die Prismen. Dylan muss halt noch länger warten. Aber nennen Sie mich nicht Direktorin. Jessie reicht. Sagen wir Faden. Hier, Sie brauchen diese Schlüsselkarte. Danke. Emily Pope hat eine Basis in der Geschäftsleitung. Wenn ich das Prisma habe, treffen wir uns dort. Gut. Ich mache mich sofort auf den Weg. Wenn Sie Darling sehen, bringen Sie ihn her. Er könnte helfen, all das zu beenden. Mit nur einem einzigen großen UFV. Jetzt ist er da.
Nicht mehr lange, dann erreicht uns eine andere Art von Resonanzen. Böse, virale, invasive Resonanzen. Und dafür sind die Hadron-Resonanzverstärker da. Um den Schutz einzufangen, den Hadron bietet. Und unser Überleben zu wahren. Wow. Da haben wir sogar noch ordentlich was bekommen. Aber ich kann nichts machen. Jetzt. Ups, das habe ich jetzt schon vorhin geklickt. Das ist jetzt gemein. Dies führt zurück zur zentralen Forschung. Was denn? Dieser Weg? Den werden wir aber erst in der nächsten Folge beschreiten. Bis dahin, Leute.